Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Bevor der startet, wollte ich euch kurz Bescheid sagen. Heute ist ja Samstag und das heißt, es gibt ein neues Gewinnspiel, eine neue Weihnachtsverlosung für euch. Und heute ist es soweit. Einer meiner absoluten Beauty-Favoriten, wenn nicht mein Beauty-Favorit, zumindest wenn es um das Thema Lippen geht. Und ich kann hier direkt mal meine Schublade aufmachen und euch zeigen, um welche Marke es sich handelt. Und zwar um diese hier. Banana Beauty ist heute am Start. Ich freue mich. Ich habe mir auch gerade ein Liquid Lipstick aufgetragen. Nana Naked, wie immer. Ihr Lieben, ich erzähle euch seit gefühlt 100 Jahren von Banana Beauty. Die haben einfach die genialsten Lippenprodukte. Gerade die Liquid Lipstick. Ich habe hier wirklich eine Schublade. Mein Schminktisch ist, hier sind mindestens 150, wenn nicht 200 Liquid Lipsticks und Lippenstifte sind nochmal extra. Wir reden hier nicht über Lippenstifte, wir reden hier wirklich so Liquid Lipsticks und Glosse und was weiß ich was. Also hier ist wirklich einiges am Start. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal irgendeinen anderen Liquid Lipstick oder Lippenprodukt benutzt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern. Es ist wirklich immer zu 100% ausschließlich Banana Beauty, weil die einfach nur so genial sind. Die trocknen die Lippen nicht aus, die laufen nicht in irgendwelche Lippenfältchen rein und die halten einfach nur bombastisch. Ich kann den jetzt wirklich bis heute Abend tragen. Ich kann damit essen und trinken und es passiert einfach nichts. Das ist so, 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 so krass. Und die haben auch noch so viele schöne andere Produkte. Ich liebe zum Beispiel aktuell die braune Mascara. Die haben jetzt das ultimative Lippenprodukt rausgebracht. Das ist einfach nur der Shit. Das ist so, so, so genial. Vielleicht hat ein oder andere es von euch gesehen in meinem letzten, ich weiß gar nicht, war das mein vorletzter Vlog? Oder vorvorletzter Vlog. In einer der letzten drei, vier Vlogs habe ich euch, der Titel war Amanda testet und habe euch dann das hier gezeigt, weil diese Liquid Lipsticks, die gehen halt auch echt schwer runter. Die halten zwar bombastisch, man muss sich keine Sorgen machen. Man muss sein Liquid Lipstick nicht mitnehmen, um den irgendwann mal nachzutragen. Muss man nicht, könnt ihr zu Hause lassen. Es ist alles safe. Aber man hat manchmal Struggle, gerade auch bei diesen ganzen dunklen Tönen, das Ganze wieder runterzukriegen. Es muss halt immer ein ölhaltiges Produkt sein. Und die haben jetzt ein ganz neues Produkt rausgebracht. Das ist ein Lippenremover. Ich habe es euch live gezeigt. Ich hatte das erste Mal mit euch zusammen getestet. Das trägt man auf die Lippen auf und dann geht man einfach mit einem ganz normalen Tuch drüber. Nicht rubbeln, gar nichts. Einfach nur wegnehmen und es ist komplett weg. Das war so krass. Also wer es noch nicht gesehen hat, diesen Test, mega genial. Oder an alle, die irgendwie Probleme haben, ihre Liquid Lipsticks runterzukriegen, probiert dieses Baby mal aus. Ich werde euch meinen aktuellen Gutscheincode von Banana Beauty, der hat nichts mit dieser Verlosung zu tun, den ich für euch vor ein paar Tagen genannt habe, nochmal in die Infobox verlosen. Dann schaut euch das sehr, sehr gerne mal an. Das habe ich jetzt leider nicht in der Verlosung mit drinne, weil das jetzt wirklich erst vor ein paar Tagen neu rausgekommen ist. Und diese Verlosung ist schon seit langem in Planung. Banana Beauty hat mir fünf Produkte für euch zur Verfügung gestellt und zugeschickt. Ich habe aber noch viel, viel mehr draufgelegt. Also ihr kriegt jetzt ein richtig, richtig fettes, großes Paket, was ihr gewinnen könnt. Ich werde euch hier das Foto mal einblenden. Nach diesem Foto müsst ihr einfach suchen auf Instagram, auf meiner Seite. Es wird sehr wahrscheinlich das letzte sein, was ich heute eben direkt gepostet habe. Und unter diesem Foto, wie gesagt, ihr folgt Banana Beauty, ihr folgt mir, kommentiert. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch ein paar Freunde irgendwie markieren, wenn ihr sagt, hey, schaut euch das doch mal an. Und dann einfach nur noch das Foto, wie gesagt, liken, kommentieren. Unter den Kommentaren wird dann eben ausgelost und zwar schon nächste Woche. Die Gewinnspiele laufen immer nur eine Woche. Also, wenn wir Glück haben, kommt das Ganze vielleicht sogar noch vor Weihnachten bei euch an. We will see. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich finde das wirklich ein mega cooles Paket. Also nimmt fleißig teil. Und für euch geht's jetzt mit dem Daily Vlog weiter. Viel Spaß dabei. Good morning. Ein bisschen Schnee ist zumindest da. Warum? Komm, Samu. Auf dem Boden ist noch kein Schnee, es hat noch nicht genug geschneit. Wir sind auf dem Weg in den Kindergarten. Wir haben Freitag, yay. Ja, ich gehe danach erstmal einkaufen, danach geht es direkt an die Deko. Nochmal richtig guten Morgen. Hab mich noch gar nicht gemeldet. Hab den Samu weggebracht. Ich war so ein bisschen weniger als eine halbe Stunde dort, ein bisschen gequatscht. Danach bin ich direkt in den Aldi und habe mal einen größeren Einkauf hingelegt, als ich gedacht hätte. Es ist einmal Eistee mitgekommen. Gab es die letzten Male wieder nicht. Erwartet immer noch. Aber Zwiebel habe ich gekauft. Die hat mein Mann sich gerade schon gekrallt.
Dann Eier. Immer wieder diese Waffeln. Das hier möchte ich in einer der Nikolaustütchen reinlegen, für einen, der unter eins noch ist. Da habe ich ja dieses Holzpuzzle, das möchte ich noch dazulegen und vielleicht ein Quetschi oder sowas, weil Schokolade ist ja noch nicht so angebracht. Dann habe ich hier noch so Teelichter gekauft in LED, aber die wollte meine Schwester haben. Dann sind mal wieder ein paar Quetschis mitgekommen. Es gibt jetzt nämlich neue Sorten. Da gibt es dann was mit Mango und Hafer und Süßkartoffel sogar. Und ja, ich habe einfach mal mich ein bisschen durchgetestet. Dann habe ich hier so geschnitzeltes Tüten mitgenommen. Die werde ich wahrscheinlich am Montag machen. Mal gucken. Dann habe ich Kiwis mitgenommen. Dann einmal rote Äpfel, grüne Äpfel, die Junior-Bananen, eine Gurke, Spitzpaprika, Haribos. Ich wollte auch so eine kleine Schüssel einfach morgen, dass man auch ein bisschen Naschkrams stehen hat. Zweimal Rahmsoße. Dann hier so ein riesengroßes Premium-Glas-Genussgurken. Die sind normalerweise mega teuer und waren gerade auf 1,50 € oder 1,99 €, keine Ahnung. Auf jeden Fall für unsere Weihnachtsrouladen. Lecker. Ich gucke jetzt einfach die nächste Zeit immer mal wieder, wenn irgendwo was gerade im Angebot ist. Dann nehme ich halt eben was mit, genauso wie Knödel oder Rotkohl und sowas, ja. Dann habe ich hier 4 Riegel mitgenommen. Wurst. Nochmal hier solche Salami-Sticks, weil die letzte Zeit ist nicht so viel weggegangen. Aber jetzt, wenn der Lias und der Samu jeden Morgen Frühstück eingepackt kriegen müssen und dann auch noch Snackbox, genau, da geht dann wieder schon einiges weg. Dann für den Nudelsalat brauchte ich diese 2 Sachen. Einmal Mais und dann Erbsen und Möhren. So, dann ist Emmentaler mitgekommen. Pizzateig. Ich habe 3-mal Pizzateig mitgenommen. Ich möchte die nämlich rollen und solche Pizzaschnecken machen. Das ist ganz cool zum Anbieten, einfach so für zum Snacken halt eben. Und dafür brauche ich jede Menge Käse. Dann habe ich hier solche Mozzarella-Sticks mitgenommen. Ich habe sie zwar gestern schon beim Lidl mitgenommen, aber... Wie viele sind drin? Ich weiß es nicht. Kannst du ja auch machen und zählen. Dann für Lias, Samu und für den... Sohn vom Patenonkel, habe ich die Dinger hier gesehen. Die habe ich die letzten Male schon gesehen und fand die so cool, aber die waren übertrieben teuer. Die wollten dafür irgendwie, ich glaube, 5 € haben. Also dafür, dass es so eine Kugel ist. Klar, die kann man immer wieder verwenden, aber trotzdem. Und da sind solche Cookies, Schoko-Cookies drin. Richtig genial. Und die waren jetzt gerade im Angebot für 99 Cent, waren die reduziert. Und deswegen habe ich mal 3 Stück mitgenommen. Die kommen dann auch in die Nikolauslöckchen. Dann Brot für heute bzw. für die nächste Woche. Dann habe ich eiskalt. Ich weiß, es hört sich total bescheuert an, aber ich habe gesehen, es gibt Raclette-Käse. Und der ist bis zum 30.01. haltbar. Und ich weiß noch genau, wie ich letztes Jahr diesem Raclette-Käse hinterhergerannt bin, weil es überall ausverkauft war. Und diesmal werde ich es anders machen. Also wie gesagt, dadurch, dass es jetzt noch bis zum 30.01. haltbar ist, habe ich unseren Raclette-Käse schon mal geholt für Silvester. So, da sind wir safe und ich muss nicht mehr hinterher rennen. Hier ist meine 4. Quibi. Da habe ich ein paar Päckchen von diesem Toast-Sandwich mitgenommen. Batterien, die werden jetzt zur Dekozeit auch ganz oft fällig sein. Und insgesamt 3-mal dieser Pizzateig. Genau, für die Pizzaschnecken. So, eine zweite Tüte. Für die Jungs habe ich hier wieder so diese Laugenbrötchen mitgenommen und 2-mal jetzt gleich zum Frühstücken Croissants für uns. Dann hier, wie gesagt, nochmal welche davon. Lebkuchen habe ich mitgenommen und nochmal mehr Brot. Noch einmal Lebkuchen. Da habe ich hier solche Kügelchen mitgenommen. Ich fand die so cool. Das sind so Dekokugeln zum Hinstellen.
Da ist auch so Kunstschnee drin und es sieht so schön aus. Da war eine offene Packung, ich fand die mega. Und da ist sogar LED-Beleuchtung mit drin. Deswegen muss mich eh voll zurückhalten. Es gibt momentan überall so schöne Weihnachtsdeko, aber dadurch, dass ich ja letztes Jahr schon wirklich viel gekauft habe, ja, das ein oder andere nehme ich dann schon mal mit, aber im Prinzip, wir brauchen ja nichts. Deswegen die Kugeln, das vor der Haustür habe ich ja jetzt mitgenommen oder den neuen Kranz, aber ansonsten brauchen wir eigentlich nichts. Ich habe jetzt nochmal für morgen, weil wir haben eigentlich genug Getränke nach oben, so Cola und Co. habe ich gesehen. Aber Saft wollte ich nochmal mitnehmen, dass wir das zum Anbieten haben. Und ich habe nochmal einen großen Sack Mandarinen, beziehungsweise sind es Mandarinen oder Clementine, ich weiß es gerade nicht, mitgenommen, weil ich möchte auch so einen kleinen Obstteller oder so eine Schüssel zumindest machen, dass man sich auch Obst nehmen kann. Und das war's. Jetzt werden wir endlich mal frühstücken und nach dem Frühstück werde ich direkt mit der Geburtstagsdeko loslegen. Da nehme ich euch dann wieder mit. So, wir haben gefrühstückt und mein Mann ist jetzt heute mal den Samu abholen gegangen, weil er heute ja frei hat. Das ist so genial. Ich lasse hier auch gerade mal durchlüften. Heute war in den Adventskalendern von den Jungs einmal dieses Buch hier. Das macht ja so Soundgeräusche für den Samu. Und für den Lias, da hat er sich mega drüber gefreut, dieser Polizeimotorrad hier. Genau. So, ja, wir haben jetzt gefrühstückt. Ich werde später noch mein Video online stellen, aber es ist ja schon fertig. Das ist so genial. Und ich habe mir jetzt einmal hier meine große Tüte runtergeholt mit den ganzen Deko-Sachen. Und ich mache das so wie jede, also ich mache das immer so, dass ich das alles komplett auspacke, dass ich auch nichts vergesse. Dann mache ich immer einen Haufen mit Girlanden, mit Kerzen, mit normalen Ballons, mit Heliumballons und so tue ich das dann hin. Und wenn ich dann anfange zu dekorieren, weiß ich, ah, hier fehlt vielleicht noch ein Heliumballon und dann nehme ich mir das von dem Haufen. Genau, so werde ich jetzt vorgehen. Ich habe hier auch schon unsere Obstschale gefüllt. Yummy, die sieht so lecker aus. Genau, gerade mal ein bisschen aufgeräumt. Ich mache übrigens heute schon geschnitzeltes. Ich habe gefrorenes Fleisch gerade rausgeholt, weil ich total verpeilt habe. Ich dachte so, ich mache das am Montag, aber ich habe für heute gar nichts eingeplant gehabt. Und geschnitzeltes ist so, das geht halt so mega schnell und einfach und isst jeder, schmeckt lecker. Von daher aus, ja. So, ich fange jetzt mit der Deko an und wenn ich mit der Deko fertig bin, dann putze ich hier, genau. Also während ich, also die Deko kommt ja eigentlich sowieso eher so an die Wände, an die Decke, ans Treppengeländer dran. Und wenn ich dann mit allem Schnippeln und so weiter auch fertig bin, dann kann ich nämlich hier in Ruhe dann auch den Boden wischen und so weiter. Genau. Ich muss aber nochmal kurz nach oben, das ist mir gerade aufgefallen, weil ich muss noch so ein bisschen Geschenkeband und sowas holen, dass ich das dann auch alles irgendwie dran machen kann, befestigen kann und so. Ich habe auch noch gar keinen Plan, wie ich überhaupt die Deko diesmal gestalte. Deswegen, ich zeige es euch. So, ich habe mir jetzt nochmal eine Kiste von oben geholt. Also einmal hier diese Geschenkbänder. Ich denke, ich würde hauptsächlich Rot verwenden, aber vielleicht auch ein bisschen was mit Gold. Keine Ahnung, mal gucken. Und ich habe ja oben noch mehrere Sachen gehabt. Also ich möchte einmal wieder an die große Wand über die Couch dieses Happy Birthday machen. Entweder in diesen Farben oder in diesen Farben. Weiß ich noch nicht. Dann habe ich hier so eine 2. Einen großen Happy Birthday Kuchenballon. Dann nochmal diese Girlande hier mit den 2ern. Und dann habe ich diese komplette Kiste voller Ballons. Genau, also ich habe ja auch Ballons bestellt, die in diesen Sets halt eben mit drin sind. Und je nachdem, wenn ich noch was brauche, dass ich jetzt nicht die ganze Zeit immer hochrennen muss, habe ich gedacht, ich nehme hier direkt mal die große Kiste mit. Und da weiß ich dann, da sind jede Menge Ballons drin, in allen Größen und Farben. Genau. So, jetzt packe ich aber erstmal die eigentliche Deko aus, die ich jetzt hier gekauft habe. Alles rund um Feuerwehrmann Sam. So sieht es jetzt aus. Ich habe sogar noch mehr, weil ich ja einmal doppelt bestellt hatte. Ist ja überhaupt nicht schlimm. Hier sind noch solche Pompons. Da bin ich noch am Überlegen, ob ich die aufhänge. Vielleicht die roten und die orangenen so als Feuerelemente. Keine Ahnung. Also hier sind die ganzen Sachen für zum Essen mit Torte, Tortendeko und so weiter. Dann habe ich hier so Girlanden, hier die Heliumballons, hier alles, was so mit der Zahl 2 zu tun hat, noch mehr Ballons, die Schriftzüge, also einmal Happy Birthday, einmal Samu seine Buchstaben.
Dann hier diese Girlande, die ist auch immer sehr, sehr cool. Gerade in den Farben ist dann wirklich schön wie Feuer. Davon habe ich auch noch mehr, weil das habe ich insgesamt dreimal. Vielleicht mache ich sogar eine längere. Jede Menge Ballons und hier noch mehr Ballons, wo dann so Feuerwehrautos auch noch mit drauf sind. Jetzt ist mir gerade aufgefallen, ich habe die elektrische Pumpe vergessen. Die muss ich auf jeden Fall jetzt gerade mal schnell holen. Sodele, jetzt habe ich mal ein paar Ballons aufgepustet. Ich weiß aber immer noch nicht genau, ob ich die an die Decke machen soll, also dass sie so runterhängen, oder ob ich eine Girlande machen soll, also eine Ballongirlande. Bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Mein Mann und der Samu sind mittlerweile da und er hat hier vom Kindergarten noch was bekommen. Ich habe mal richtig süß, hatte der Lias damals auch bekommen, eine Krone, hier sogar mit einem Feuerwehrauto. Richtig süß und der zwei. Und hier noch ein. Und hier noch diese kleine Tasche, Happy Birthday, Samu. Und hier ist auch noch eine 2 drauf. Hier ist einmal so ein Badehandschuh drin. Den der Lias damals bekommen hatte, der liegt immer noch bei uns in der Badewanne. Der wird fleißig genutzt. Hier ist hier noch drin ein Lolli. Da wird er sich drüber freuen. Er liebt ja Lutscher so sehr. Und auch noch Ballons. Sehr cool. Den können wir sogar jetzt benutzen. Lias, der Samu liebt ja auch Ballons. Wir haben auch immer einen hier im Alltag rumfliegen. Da hier zum Beispiel von den letzten Tagen. Genau, richtig, richtig goldig. Ja, ich fange jetzt mal an, hier mit diesen ganzen Heliumballons, die alle aufzupusten. Das muss ich nämlich alles mit meiner eigenen Luft machen. Das hier, das ist schon wirklich eine Erleichterung. Also wenn man wirklich regelmäßig so große Dekorationen wie ich macht, lohnt sich das definitiv, weil das Ding kostet irgendwie, was weiß ich, 10, 15, 20 Euro. Es hat sich schon 100-mal rentiert. Bin schon kurz vorm Umkippen, weil ich keine Luft mehr in meinen Lungen habe. Ernsthaft? Ist das jetzt die falsche? Ja. Hier mir Punkt 12 angemacht. Ich habe jetzt, wir haben mittlerweile 20 vor 2. Also ich habe jetzt gute zweieinhalb Stunden, etwas mehr sogar, nur aufgepustet. Das ist ja immer der erste Step, den ich mache. Also hier erstmal alles sortieren und dann puste ich immer erstmal alles auf und dann schaue ich, wo was hinkommt. Also ich habe jetzt hier, so sieht es aus, die ganzen Heliumballons aufgepustet. Richtig ärgerlich. Ich habe ja hier so eine, die ist so süß zum Hinstellen. Und so eine hatte ich auch noch in groß. Die wäre 72 cm gewesen, auch noch in so einem Bund. Richtig, richtig hübsch. Und da war aber keine 2 drin, ne? Sondern einfach die Zahl 1. Ich kann es nicht verwenden. Richtig bescheuert. Und ich habe auch noch 2 Feuerwehrautos. Die lassen sich auch nicht aufpusten, da ist auch irgendwas strange. Ich hatte jetzt ein Feuerwehrauto und einen Helikopter, die kaputt waren. Ich habe sie aber reparieren können, flicken können sozusagen. Aber ich habe noch genug, also so ist es nicht. Deswegen, falls ich immer denke, boah, warum kaufst du immer so viel ein? Ich habe echt immer auf Reserve. Ich habe auch noch die, ich habe auch noch 2er. Hier da, aber die sind in Silber und irgendwie passt es überhaupt gar nicht. Ich habe jetzt zwar die kleine aufgepustet, das ist nicht so schlimm, wenn ich die irgendwo in die Seite stelle, aber irgendwie, oder ich mache doch noch mal eine, weil ich habe jetzt nur eine große 2. Da hinten in bunt. Ja, aber habe noch genug, genug Zeug. Ich habe mir nur gedacht, jetzt stell dir mal vor, bist eine Mama und willst irgendwie am Abend dekorieren für den nächsten Tag und hast hier 2, 3 Sachen geholt, vielleicht nur so eine Zahl, dann ist die Falschzahl drinne, 1, 2 Ballons, dann sind die kaputt. Richtig, richtig ätzend, deswegen, ich kaufe lieber immer doppelt und dreifach. So, ich habe mich dafür entschieden, dass ich keine Ballongirlande mache, sondern die Ballons an die Decke mache. Ja, das wird jetzt auch nochmal gut Arbeit, weil ich muss an jedem Ballon hier so ein Band dran schnüren. Also das ist schon mal Arbeit, da überall das dran zu knoten und das dann an die Decke. Ja, ich lege mal los mit meinen Ballons. So, Zwischenstand. Das Happy Birthday hängt, die Ballons hängen fast alle. Ich habe hier noch ein paar Stück auf dem Boden, aber der Wohnzimmerbereich, den habe ich jetzt sozusagen eigentlich relativ fertig. Hier kommen jetzt natürlich an die nackige Wand noch die ganzen Ballons dran. Ich habe jetzt aber mal kurz einen Stopp gemacht, weil ich zwischendurch gekocht habe. Einmal Reis und Geschnitzeltes. Jetzt warte ich nur auf den Lias und meinen Mann. Mein Mann ist hier nämlich gerade abholen gegangen. Dann essen wir was und dann mache ich mich hier
an die Deko weiter ran. Wow, ist noch viel zu tun auf jeden Fall. Hello ihr Lieben, ich habe mich gar nicht mehr gemeldet. Ich weiß, aber ich habe hier einfach gedekoriert, was das Zeug hält. Es ist jetzt sowieso schon dunkel. Ich denke, ich werde euch die Deko morgen nochmal zeigen, wenn ich dann auch den Tisch noch dekoriert habe und die Torten runtergeholt habe und so weiter und so fort. Ich habe um 11 Uhr angefangen zu dekorieren und war um 17:45 fertig. Ich habe echt 7 Stunden dekoriert. Ziehen wir mal maximal eine halbe Stunde ab vom Kochen. Sogar während das Essen gekocht hat, habe ich sogar weiter mit Ballons hier rumhantiert. Also okay, dann noch mit dem Essen. Also wirklich maximal halbe Stunde. Sonst habe ich die ganze Zeit dekoriert. Ich merke es auch im Rücken. Mir tut der Rücken extrem weh. Aber egal, es sieht sehr, 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 sehr schön aus. Aber wie gesagt, ich zeige euch das morgen im Hellen dann alles. Das wirkt jetzt gar nicht. Und wie gesagt, dass dann der Tisch dann auch noch fertig ist und das die Torten und so weiter. Ich sitze am PC, wer hätte es gedacht. Ich stelle ja morgen den DM-Haul online mit der allerersten Verlosung. Den DM-Haul hatte ich Gott sei Dank schon geschnitten, aber ich habe im DM-Haul wollte ich noch ein Bild einfügen von der Verlosung. Das, was ich eben auch auf Instagram dann online stelle. Und das Foto habe ich jetzt gerade eben erst gemacht. Ganz simpel, sieht trotzdem schön aus. Und das habe ich jetzt gerade noch hier in den Blog mit eingefügt und das speichert jetzt hier ab. Gott, meine Hülle sieht aus. Ich brauche auf jeden Fall mal eine neue Hülle. Genau, ich warte jetzt, bis es abgespeichert ist, dann kann ich es hochladen und wenn es hochgeladen ist, dann werde ich das noch komplett bearbeiten, so dass ich morgen nur auf online klicken muss. Und morgen habe ich aber noch eine Instagram-Story, eine Kooperation und stelle dann halt eben auch das Foto und das Gewinnspiel und so weiter alles online. Also ich habe auf jeden Fall morgen noch ein bisschen was zu tun. Ich muss auch morgen noch das Essen dann eben hier vorbereiten. Dann die letzten Deko-Sachen vorbereiten. Und was ich auch nicht gemacht habe, ich habe noch nicht den Boden gewischt und auch die Toilette noch nicht geputzt. Das mache ich morgen dann. Ich konnte jetzt nicht mehr. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange wieder dauert, aber es ist halt schon einiges. So sieht's aus. Ihr Lieben, ich würde sagen, ich habe mich heute ja gar nicht großartig gemeldet. Deswegen, wir hören uns morgen wieder. Dann zeige ich euch die Deko, zeige euch das Essen, die Torten. Und dann vielleicht ein paar Eindrücke noch von der Geburtstagsfeier an sich. Dann denke ich, dass ich den heutigen Tag und den morgigen Tag dann mal zusammenlegen kann. Genau, das ist der Plan. Ich bin völlig fertig, bin richtig müde, ich habe mega die Rückenschmerzen. Aber ich muss hier, also wir haben jetzt gerade 7:50. Bis es hochgeladen ist, alles drum und dran. Wenn das Internet keine Faxen macht, dann ist es vielleicht 9, bis ich alles bearbeitet habe, vielleicht so 9:45 Uhr. Und ich denke, dann werde ich auch ins Bett gehen, so gegen 10. Bin echt K.O., muss ich wirklich gestehen. Aber ich habe relativ eigentlich alles fertig bekommen, was ich mir auch vorgenommen hatte, außer jetzt noch mit dem Putzen. Also ich habe alles abgestaubt und Tisch und so weiter, alles ist abgestaubt, aber morgen dann nochmal nach dem Frühstücken frisch durchsaugen, mal schnell durchwischen und das kleine Badezimmer hier unten nochmal frisch sauber machen und dann können sie alle kommen. Genau, ja, ihr Lieben, ich melde mich morgen wieder und dann gibt es hier mal die komplette Deko zu sehen. Also bis morgen, ihr Lieben, macht's gut, ciao, ciao.